Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten LoL-Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Lee Sin. Im Patch 14.13 hatte er einen kleinen Buff bekommen. Neben mehr Leben pro Level gab es auf den frühen W-Leveln deutlich mehr Base-Sheet. Das hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht, denn je nach Elo-Bereich konnte er zwischen 1 und 2% Winrate-Zuwachs verbuchen, was angesichts von Lee Sins Schwierigkeitsgrad wirklich ziemlich ordentlich ist. Wie gewohnt hat Lee Sin jedoch nur in den wirklich hohen Rängen eine gute Winrate und dass seine Winrate außerhalb des Early Games ordentlich wie ein Stein abfällt, ist auch nichts Neues. Springen wir damit zum Abfalleimer der Woche. Und das ist Talia Jungle. Im Patch 14.13 hatte man ihren Q-Bonus Monster Damage massiv genervt und dieser Nerf hat sowas von gesessen. Etwa 2 bis 2,5% Winrate hat sie verloren. Dazu hat sich ihre Pickrate je nach Elo-Bereich bis zu halbiert. Auch ihre Bunrate hat sich vor allem in Diamond deutlich reduziert. Zeit für den Nope der Woche und das ist Lilia. Ihre Bunrate ist innerhalb der letzten 30 Tage drastisch gestiegen und das Woche für Woche erneut auf einen neuen Spitzenwert. Ehrlicherweise auch völlig verdient, nachdem sie ja bereits am Anfang der Season wirklich Delulu-broken war. Und das ja auch damals jeder wusste, hat es nun scheinbar eine gewisse Zeit gedauert, bis die Leute realisiert haben, hey, warte, die ist ja einfach weiterhin noch super stark. Kurzer Flug zum Broken Pick der Woche und das ist Nocturne. Seit bereits längerer Zeit ist er in praktisch jedem einzelnen Elo-Bereich bei über 52,5% Winrate. Seine Bunrate ist eine Zeit lang wirklich ordentlich gestiegen, hat sich allerdings mittlerweile in einem nicht ganz so niedrigen Bereich normalisiert. Statistisch betrachtet ist Nocturne hinter Cassiopeia der zweitbeste Champion im Spiel, ihn etwas zu üben und zu abusen. Ja, das liegt damit ziemlich auf der Hand. Ab zu unserem Item der Woche und das ist Essence Reaver. Viele von euch werden jetzt sagen, hä, das Item ist doch kompletter Schrott. Ja, das Item war auch wirklich mal kompletter Schrott. Nun gewinnt es aber zunehmend an Bedeutung, vor allem auch, weil es nach dem Rework direkt zweimal gebufft wurde. Essence Reaver konnte von allen Items im gesamten Spiel diesen Patch den mit Abstand höchsten Winrate-Zuwachs verbuchen. Vor allem auf der neu gebufften Miss Fortune scheint das Item wirklich sehr gut zu funktionieren, aber auch auf Smolder ist es absolut ideal. Ab zum Fail der Woche und dort zu einem perfekten Beispiel von, wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man lieber nichts sagen. Jankos wurde während eines Co-Streams der LEC gleich von I Will Dominate und Gilius dafür kritisiert, dass er ja nicht mit einem Auto Sejuanis E geprockt hat und wurde prompt als Noob Sejuani bezeichnet. Hier der Clip einmal für euch. Just solo bolus him? Bro, why didn't he auto once before he fucking... Yeah. You saw that? His mechanics there? Like he's just Noob Sejuani or what? That's literally the difference between killing and not solo. He's just a Noob Sejuani, it's fine. Tatsächlich spielt Jankos das Ganze aber absolut perfekt. Die Sejuani-Mains unter euch werden wissen, dass man die E-Passive mit jeder Fähigkeit proppen kann und dass die Ult erst nach mindestens 400 Unit Travel-Distanz den maximalen Damage macht und Jankos daher noch einmal sogar einen Schritt zurückgeht. I Will Dominate hatte sich dann auf Twitter im Nachhinein bei ihm entschuldigt. Zeit für unseren Trick der Woche und dort zu einer absoluten Must-Use-Mechanik, wenn ihr Lucian spielt. Super oft sehe ich Lucian-Spieler, die immer warten, bis ihre zwei Passivautos durchgegangen sind, bevor sie ihren E nutzen. Das Problem, Lucians Passiv-Doppelschuss kann nicht gecancelt werden. Das ist ein Empowered Auto-Attack, Sonias, was auch immer, der geht immer durch. Wenn also nach eurer Fähigkeit euer erster Doppelautoschuss durchkommt, wollt ihr instant euren E benutzen, bevor der zweite Passiv-Doppelschuss landet. Damit zieht der Passiv-Shot in die 2 Sekunden Cooldown Reduction des E hinein und ihr kriegt mit Navuri Flicker Blade und etwas Ability Haste mit nur einem einzigen Passiv-Doppelauto direkt euren E wieder, anstatt dort noch einen 2-sekündigen Cooldown zu haben. Was macht eigentlich Riot? Da Riot diese Woche seinen Sommerurlaub hat, ist tatsächlich mal nichts in den Startlöchern. Eine Sache möchte ich aber dennoch erwähnen. In einem viralen Reddit-Post postete eine Frau, dass sie nach mehr als 10 Jahren League of Legends, in denen sie täglich 10 Stunden spielte, mit dem Spiel aufgehört hat und es ihr seitdem persönlich in praktisch jeder Hinsicht deutlich besser geht. Ich hatte mich dann sehr darüber gefreut, dass Riot Pewpew Lasers, der Game Director von League of Legends, den Post kommentierte und ihr zu ihrem Schritt gratulierte und klarstellte, dass der durchschnittliche LoL-Spieler keine 30 Stunden im Monat spielt und Riot auch nicht dafür sorgen möchte,
dass sich daran irgendwas ändert. Das war es tatsächlich schon vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.